Hallo Freunde und damit willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du Lust hast, mir beim Schweigen zuzugucken. Ja, und das sind die letzten Worte, die ich an euch richte. Also genieße sie. Keine Angst, ich werde natürlich alles kommentieren. Also meine Kommentatorstimme bleibt am Start, damit das hier nicht ein Stummfilm wird. Ja, ich werde 3 Tage schweigen. Und was hat mich dazu bewegt? Wie ihr wisst, Worte haben viel Macht. Wir manifestieren unser Leben mit Worten. Wir drücken unsere Gefühle durch Worte aus und richten sie in unsere Außenwelt und stehen quasi somit in Kontakt zu unserer Außenwelt mit unserer Kommunikation. Mir ist aber aufgefallen, dass ich auch den ganzen Tag ziemlich viel Mist teilweise rede. Ist auch schön mit meinen MitbewohnerInnen, ne? Da kann man auch ziemlich viel Bullshit reden. Ich liebe es auch. Aber trotzdem dachte ich mir, ich möchte eine höhere Bewusstheit über meine Worte entwickeln. Also einfach achtsamer werden, auch in dieser Hinsicht. Und da dachte ich mir, Schweigen, einfach mal die Klappe zu halten, könnte helfen. Außerdem war bei mir ziemlich viel los in den letzten Wochen und ich glaube, ich brauche einfach noch ein bisschen mehr Innenschau, um meine Gedanken auch ein bisschen mehr zu ordnen. Und dafür denke ich, dass das Experiment ziemlich gut ist. Ich war auch neugierig und habe das mal gegoogelt, wie viele Wörter wir täglich sprechen. Und laut Google sind es ungefähr 16.000. Das sind echt viele Wörter. Da muss auch ganz schön viel im Kopf abgehen, dass so viel rausgeht. Das ist das Nächste. Ich möchte auch achtsamer mit meinen Gedanken werden und ich glaube, dass mir das Schweigen auch dabei ziemlich doll helfen wird, weil die Gedanken natürlich viel präsenter sind. Und glaub mir, Freunde, mir wird dieses Experiment ziemlich schwer fallen, weil ich liebe Kommunikation. Ich liebe es, mit meinen MitbewohnerInnen zu schnacken und sich auszutauschen. Ich liebe es. Und sich nicht ausdrücken zu können mit Sprache, das wird wirklich hart. Heute ist Donnerstagabend. Ich werde das Experiment jetzt gleich anfangen. Bis Sonntagabend. Ich würde sagen, starten wir das Experiment mit 3 Tage Schweigen. Und die ersten Stunden Schweigen hatten begonnen und ich habe mir erstmal mein Abendessen zubereitet. Ja, die einzige Problematik war natürlich, dass ich erstmal alle einweihen musste, dass ich jetzt keinen Kommentar mehr von mir geben werde. Und das war für meine MitbewohnerInnen auch erstmal ein kleiner Schock. Und es zeigte sich, dass die erste große Challenge tatsächlich für mich das Schweigen am Esstisch war. Lachen ist sehr laut. Ich freue mich auf den Moment, wo du uns irgendwas sagen möchtest. Mit Händen und Füßen und nicht weißt. Aufschreiben, man kann immer aufschreiben. A, B, C, D, E, X, Y. Ich weiß, was du meinst. Wunderbar. Als wir dieses Schweigeseminar gemacht haben, da sollte man selbst diese Sprache mit den, ne, mit den Buchstaben und so nicht machen, weil es natürlich den eigentlichen Sinn, komplett zu schweigen und nicht zu kommunizieren. Aber ich finde das schon stark. Aber ich glaube, da hat man auch nicht immer Bock drauf. Und dann ergibt sich das so von selbst, dass man ja weniger kommuniziert. Naja, okay, Steffi weiß noch nicht. Wir hängen dir so einen Notizblock um. Stimmt. Ja, und da ich mit eh keinem aus der WG reden konnte, habe ich mich dazu entschieden, mich zu isolieren und einen Film zu gucken. Und das war dann auch mein Abendprogramm. Dann ging es dann nur noch ins Bett und ich freute mich schon auf einen nächsten Schweigetag. Am nächsten Morgen weckten mich natürlich meine Kotzen pünktlich um 6 Uhr morgens und ich musste mich erstmal wieder darauf besinnen, dass ich ja keinen Pieps sagen darf, denn tatsächlich ist mir das wirklich sehr schwer gefallen, weil ich morgens viel mit meinen Katzen kommuniziere und das blieb natürlich auch flach. Dann habe ich mir erstmal meinen morgendlichen Tee zubereitet, eine kleine Runde mit Findus gekuschelt und mich an meine morgendliche Yoga-Lesson rangemacht. Ich versuche mich gerade in einer 30-Tage-Yoga-Challenge, um wieder eine Routine in meinen Alltag zu bekommen. Dann gab es noch eine kleine Kuscheleinheit mit Mimi und ich muss sagen, nicht mit den Katzen zu kommunizieren, ist mir so schwer gefallen, weil ich ständig irgendwie maunze, sie rufe oder mit ihnen spreche. Ja, und das jetzt nur auf gedanklicher Ebene zu machen oder ihnen Bilder zu schicken, war auf jeden Fall eine neue Erfahrung und sehr interessant.
Dann habe ich noch eine Runde meditiert und stand das Frühstück an. Natürlich schweigend alleine mit mir selbst. Einfach toll. Im weiteren Laufe des Tages stand bei mir noch Arbeiten an. Ich habe Schmuck verpackt, ich habe Skripte geschrieben für meine YouTube-Videos und Fotos für meine Thumbnails gemacht. Dann gab es auch schon wieder Mittagessen und ich muss sagen, bis dahin war noch alles okay mit Schweigen, war viel mit mir selbst und in meiner Gedankenwelt und sehr konzentriert an meiner Arbeit, wo mir oft die Konzentration tatsächlich fehlt, weil ich dann mich viel mit meinem Außen und mit meinen ganzen WG-Freunden beschäftige. Deshalb war ich an dem Tag auf jeden Fall sehr produktiv. Am späten Nachmittag habe ich gemerkt, dass ich wirklich das Bedürfnis habe, mich mitzuteilen, wie es mir gerade geht, was ich gerade mache. Und ja, das hat mich dann dazu getrieben, wieder mehr mich mit mir zu beschäftigen und mit meinem Inneren zu verbinden. Und das Trommeln schafft für mich genau diese Verbindung, einerseits zu mir selbst und andererseits zu der Natur. Dann habe ich für mich einfach gemerkt, dass ich noch mehr Ruhe und Innenschau betreiben möchte und habe mir dann ein Bad eingelassen und eine schamanische Reise in mein Innerstes gemacht. Und das hat bei mir auf jeden Fall auch wieder einiges an Blockaden gelöst. Ja, und dann habe ich mich wieder an meine Arbeit rangesetzt und so langsam gemerkt, dass ich wirklich, wirklich das Bedürfnis habe, mich mitzuteilen und mit meinen MitbewohnerInnen Zeit zu verbringen. Ich habe auf einmal einen Druck in meiner Brust verspürt, richtig den Druck, mich mitzuteilen, Dinge zu erzählen, mich auszutauschen. Und all das konnte ich nicht. Und auf einmal konnte ich mit mir nicht mehr so viel anfangen. Ich habe mich dann entschlossen, mein Zimmer aufzuräumen, aber irgendwie hat mich das alles nicht befriedigt. Dann habe ich mich aber doch dazu entschieden, noch in Gesellschaft mit meinen Mitwohnerinnen einen Film mir anzugucken. Und ich habe einfach gemerkt, in Gesellschaft zu sein, das macht einfach einen Großteil meiner Lebensfreude aus. Ich brauche das einfach. Ich bin ein soziales Wesen. Und während wir den Film geguckt haben, ist es passiert. Unsere liebe Steffi hier hat gerade ein Wort von sich gegeben, ohne es zu wollen. Wir waren mitten im Gespräch. Ja, sie hat einfach ihre Meinung mitteilen wollen und oh, so schade, rausgehauen. Aber das haben wir natürlich überhört. Nachdem ich das Schweigen versehentlich gebrochen hatte, brach für mich ein neuer Morgen an. Mit neuer Motivation gar nichts zu sagen. Nein, ehrlich, ich hatte irgendwie langsam auch die Schnauze voll davon. Trotzdem machte ich mir in Stille und Einsamkeit mir meinen morgendlichen Tee und absolvierte meine Morgenroutine. Erst ein bisschen Yoga. Dann eine kleine Morgenmeditation und dann setzte ich mich wieder an meine Arbeit. Und morgens wirklich in Stille und Ruhe mit sich selbst zu sein, hat mir wirklich sehr viel gegeben und hat in mir auf jeden Fall eine Ruhe erzeugt. Ich war außerdem viel mehr im Hier und Jetzt und war viel fokussierter mit den Dingen, mit denen ich gerade war. Doch gegen Nachmittag, wie den Tag zuvor auch, bekam ich langsam, aber stetig immer schlechtere Laune, weil ich mich so gerne mit den anderen aus der WG austauschen wollte. Ja, und da wir bei uns in unserem Dorf ein kleines Musikfest hatten, hatten sie die Idee, auf dieses Fest zu gehen und mich mitzunehmen. Schweigend natürlich. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Stefanie Scholinskis wunderbarem YouTube-Kanal, wir haben eine Bitte an euch. Unsere WG sucht genau so einen Hof. Wenn ihr irgendwas gehört habt, sagt uns Bescheid. Wir haben ungefähr 3 Euro zur Verfügung, aber hey, das wird schon. Wir glauben an uns und ihr bestimmt auch. Danke und bis zum nächsten Mal. Und auf Like drücken und abonnieren. Wir reden nämlich heute für Steffi. Wir sind heute Guck mal, Steffi Sprachrohr. Ich denke genau dasselbe. Außerdem habe ich alle voll abgezogen beim Krökeln. Außerdem, ich spreche jetzt wieder für Steffi, ich möchte jetzt Nicola ein Bier ausgeben. Und ich verrate euch was. Toll war es nicht. Zwar hatte ich das Gefühl, viel feinfühliger und bewusster im Jetzt zu sein, aber mit niemandem sprechen zu können, ein Bier zu trinken und einfach nur dazustehen und den anderen beim Reden zuzuhören und sich
nicht mitzuteilen, hat mich wahnsinnig gemacht. Und nach 49 Stunden Schweigen kamen Jackie und ich darauf, einen Aperol Spritz zu trinken. Was auf jeden Fall für das Schweigen ein Fehler war. Ja, und wie man Alkohol auch nachsagt, löst er die Zunge, was er bei mir auf jeden Fall auch getan hat. Ich bin mit meinem Aperol Spritz und Jackie nochmal auf dieses Fest und auf dem Weg dahin bin ich fast geplatzt. Ich habe mit mir innerlich einen Kampf geführt, jetzt kein Wort zu sagen, aber ich wollte so gerne mit ihr sprechen, mit ihr über den Tag quatschen, mich mit ihr austauschen, erzählen, wie ich mich fühle, erzählen, wie ich mich gefühlt habe die letzten Tage. Das wurde so stark, dass ich dann meinte, ich beende jetzt das Experiment, ich kann nicht mehr. Und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil ich hatte noch so einen schönen Abend. Hab dann noch mit meinen Mitbewohnern abends auf der Couch gechillt und gekuschelt und wir haben uns zusammen ausgetauscht und das war einfach nur schön. Und ich bin so dankbar, dass ich mich mit meiner Stimme ausdrücken kann. Es war so viel härter für mich, als ich das je gedacht hätte, einfach mal die Klappe zu halten. Schweigen ist echt nicht so einfach, wenn du in einem Umfeld bist, wo alle sprechen. Ich glaube, wenn alle mitgemacht hätten und alle geschwiegen hätten für die Zeit, dann wäre das klar gegangen, weil man dann auch mehr mit sich ist. Aber da alle ständig in Konversation zueinander stehen, muss ich mich abkapseln, isolieren, weil ich kann dem Gespräch nichts beitragen. Ich stehe dann immer nur da und mache... Irgendwann geht einem das selber so auf den Sack, dass man gar keine Lust hat mehr, sich in irgendwelche Gespräche einzuklinken, sondern wirklich einfach die Einsamkeit und die Isolation sucht. Und das hat mich total bedrückend gemacht. Morgens ging das voll klar. Ich fand es sogar schön, am Morgen eher für mich zu sein und meine Dinge zu machen. Ich habe auch viel mehr Sachen geschafft, weil ich mich nicht 2-3 Stunden in der Küche verquatsche wie sonst. Und das hat mir wirklich gut getan. Ich habe einfach jedes Mal gemerkt, immer wenn es zum Abend ging, Katastrophe. Ich habe das so gebraucht, diese Nähe auch zu meinen MitbewohnerInnen. Deswegen, ich habe es zwar nicht geschafft, aber ich habe viel daraus gelernt. Ich habe gemerkt, dass vieles, was wir reden, einfach total unsinnig ist. Als ich jetzt im Nachhinein erzählt habe, wo ich bei Gesprächen gerne was dazu gesagt hätte, ist mir einfach nichts mehr eingefallen, weil es eigentlich so unwichtig war. In der Sekunde denkt man zwar, es ist irgendwie wichtig, das mitzuteilen, aber reflektiert ist es das überhaupt nicht. Es hatte überhaupt gar keinen Mehrwert. Und da nochmal wirklich eine Bewusstheit über das, was man ausspricht, sagt, weil Worte sind wie Zaubersprüche und wir manifestieren uns eben diese Welt. Und wenn du deine Worte, glaube ich, bündelst und dir bewusst aussuchst, was du sagst, hat es eine viel krassere Kraft in deiner Außenwelt. Der nächste Punkt ist, meine Gedanken konnte ich viel bewusster denken. Außerdem war ich viel achtsamer, weil ich viel mehr im Hier und Jetzt war. Zum Beispiel Nati, als ich in meinem Zimmer war, nur von draußen, ich kam gerade vom Reiten, ich habe sie nur von draußen aus dem Fenster gesehen, habe direkt so ein unwohles Gefühl bekommen. Ich dachte mir so, oh, fühlt sich nicht gut an. Und habe mich abgewendet von ihr. Sie kommt rein, fängt irgendwie an zu schimpfen und ich bin schon so, oh, da habe ich wohl richtig gefühlt, da ist wohl eine nicht so gut drauf. Und einen Tag später hat sie mir dann erzählt, dass es ihr an dem ganzen Tag richtig schlecht ging und auch schon beim Pferd, dass sie halt einfach emotional richtig down war. Und ich habe das halt nur durch einen Blick durch die Fensterscheibe direkt empfunden. Und ja, das meine ich, meine Feinfühligkeit ist noch sensitiver geworden. Das war auf jeden Fall krass. Und ich werde das auf jeden Fall noch mal machen, schweigen. Ich habe mir das Ziel einfach zu hoch gesetzt, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so schwer fällt. Das ist echt ein tolles Experiment, um einfach bewusster über sich und seine Worte zu werden und um eine höhere Feinfühligkeit für sich zu bekommen und seine innere Stimme besser zu hören, weil die habe ich auch viel, viel deutlicher wahrgenommen. Also es hat viele, viele positive Eigenschaften, aber es ist so schön, sich mitzuteilen. Es ist so erfüllend und spielt in meinem Leben eine so große Rolle. Ich liebe es einfach und hätte diese Dankbarkeit nicht gefühlt, wenn ich dieses Experiment nicht gemacht habe. Ich hoffe, dir hat dieses Experiment gefallen. Schreib mir gerne unten in die Kommentare, falls du weitere Selbstexperimente, ja, kennst, die ich mal machen soll. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Ich freue mich ganz doll, dich im nächsten Video wiederzusehen. Mach's gut. Bye, bye. Hab dich lieb.